Die erste Anfrage trägt die Überschrift Straftaten in Flüchtlingsheimen. Die Anfrage ist unterschrieben von dem Abgeordneten Jan Timke und Gruppe Bürger in Wut. Herr Abgeordneter Timke, bitte. Vielen Dank. Ich frage den Senat erstens, wie viele versuchte und ausgeführte Straftaten sind im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2015 und dem 30. Oktober 2017 in Erst- und Sammelunterkünften im Land Bremen registriert worden und wie viele Opfer waren zu verzeichnen? Bitte getrennt nach Jahren sowie nach Bremen und Bremerhaven ausweisen. Zweitens, wie viele der Straftaten aus Frage 1 richteten sich im oben genannten Zeitraum gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit und die sexuelle Selbstbestimmung der Opfer? Auch hier bitte getrennt nach Tatbeständen sowie Bremen und Bremerhaven ausweisen. Und drittens, zu wie vielen Einsätzen in Zusammenhang mit Flüchtlingsunterkünften musste die Polizei im Land Bremen zwischen dem 1. Januar 2015 und dem 30. Oktober 2017 ausrücken? Und in wie vielen dieser Fälle handelt es sich um Präventionseinsätze? Diese Frage wird beantwortet von Herrn Staatsrat Ehmke. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, für den Senat beantworte ich die Fragen wie folgt. Zunächst eine Vorbemerkung. Täter und Opfer waren überwiegend auch Bewohner der jeweiligen Unterkünfte. Zu Frage 1. Die folgenden Daten entstammen dem polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystem. In der Stadt Bremen sind im Zusammenhang mit Erst- und Sammelunterkünften in den Zeiträumen vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 insgesamt 7 versuchte und 89 ausgeführte Straftaten mit 63 Opfern, vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 insgesamt 17 versuchte und 280 ausgeführte Straftaten mit 230 Opfern und vom 01.01.2017 bis 30.11.2017 insgesamt 10 versuchte und 75 ausgeführte Straftaten mit 74 Opfern registriert worden. In der Stadt Bremerhaven sind im Zusammenhang mit Erst- und Sammelunterkünften in den Zeiträumen vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 insgesamt 13 ausgeführte Straftaten mit 11 Opfern, vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 insgesamt eine versuchte Straftat und 10 ausgeführte Straftaten mit 10 Opfern und vom 01.01.2017 bis zum 30.11.2017 insgesamt 5 ausgeführte Straftaten mit 5 Opfern registriert worden. Zu Frage 2. Die Straftaten richteten sich in der Stadt Bremen im Jahr 2015 in 50 Fällen gegen die körperliche Unversehrtheit und in 3 Fällen gegen die sexuelle Selbstbestimmung, im Jahr 2016 in 162 Fällen gegen die körperliche Unversehrtheit und in 6 Fällen gegen die sexuelle Selbstbestimmung, im Jahr 2017 bis einschließlich Oktober in 53 Fällen gegen die körperliche Unversehrtheit und in 4 Fällen gegen die sexuelle Selbstbestimmung. In der Stadt Bremerhaven richteten sich die Straftaten im Jahr 2015 in 7 Fällen gegen die körperliche Unversehrtheit und in einem Fall gegen die sexuelle Selbstbestimmung, im Jahr 2016 in 7 Fällen gegen die körperliche Unversehrtheit und in keinem Fall gegen die sexuelle Selbstbestimmung und im Jahr 2017 bis einschließlich Oktober in 5 Fällen gegen die körperliche Unversehrtheit und in keinem Fall gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Eine Straftat gegen das Leben lag im gesamten Zeitraum weder in Bremen noch in Bremerhaven vor. Zu Frage 3. Für Bremen liegen keine Daten zu polizeilichen Einsätzen in Flüchtlingsunterkünften vor. Es kann jedoch die Zahl der Einsatzanlässe genannt werden, wobei einem Einsatz häufig mehrere Einsatzanlässe betrifft. Diese Daten werden seit dem 8.12.2015 erhoben. Seitdem wurden bis zum 6.11.2017 in Bremen 739 Einsatzanlässe gezählt. In Bremerhaven werden alle Einträge im Vorgangsbearbeitungssystem Artus mit Flüchtlingsbezug, nicht jedoch nur in Flüchtlingsunterkünften gezählt. Hier liegen die Daten ab 2016 bis zum 30.10.2017 vor. Es wurden 466 Einsätze gezählt. Eine Aussage über die Anzahl der darin enthaltenen Präventionseinsätze ist weder für Bremen noch für Bremerhaven möglich, soweit die Antwort des Senats. Eine Zusatzfrage, Herr Kollege. Ja, vielen Dank, Herr Staatsrat, für die umfassende Beantwortung der Frage. Wir hatten ja eine deutliche Steigerung, insbesondere von 2015 auf 2016, von 89 Taten in der Stadt Bremen auf 280 Taten in 2016. Welche Maßnahmen hat denn der Senat ergriffen, um die Übergriffe auf Bewohner sowie sonstige Straftaten innerhalb der Erst- und Sammelunterkünfte zu verhindern?
Herr Abgeordneter, ich denke, wir müssen uns, wenn wir auf die Zahlen blicken, auch die zugrunde liegenden Verhältnisse noch einmal vor Augen führen. Der starke Flüchtlingszuzug nach Deutschland begann im September 2015 und erreichte im Jahr 2016 seinen Höhepunkt. Und deshalb überrascht es nicht, dass die Zahl der Straftaten in den Sammelunterkünften sich in diesem Zeitraum ebenfalls erhöht hat, zumal sich ja auch die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner in den Sammelkünften ganz deutlich erhöht hat. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass wir im Jahr 2016 eine erhebliche Ausnahmesituation haben. Wenn wir sehr, sehr viele Menschen auf sehr, sehr engem Raum mit zum Teil in der Anfangszeit sehr schwierigen Betreuungs- und Unterkunftsumständen versammeln und diese Personen möglicherweise auch noch zum Teil aus sozusagen schweren Konfliktsituationen kommen, dann ist es zunächst mal nicht ungewöhnlich, dass in diesem Zusammenhang auch ein erhöhtes Aggressionspotenzial vorliegt und deshalb es auch häufiger zu Auseinandersetzungen kommt. Die Maßnahmen, die der Senat deshalb ergriffen hat, ist neben den originär sicherheitsrelevanten Maßnahmen, das heißt der Einsatz von Sicherheitskräften in den Einrichtungen, die Umorganisation des Polizeieinsatzes im Hinblick auf diese sicherheitsrelevanten Vorfälle. Wir haben ja seinerzeit dann Einheiten der Bereitschaftspolizei vorgehalten, die bei Einsätzen in solchen Unterkünften sofort vor Ort waren. Daneben ist vor allen Dingen die Unterbringung der Personen außerhalb von Sammel- und Erstunterkünften, nämlich in ordentlichem Wohnraum und eine angemessene sozialpädagogische Betreuung dieses Personenkreises, ein Anliegen des Senats gewesen. Und ich glaube, dass wir gemessen an dem, was möglich war und was die Rahmenbedingungen zugelassen haben, da auch große Schritte nach vorne gekommen sind. Herr Abgeordneter, da haben Sie eine weitere Zusatzfrage. Vorerst nicht, danke.